Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution und in der letzten Folge haben wir ein neues Gebiet freigeschaltet und wir haben Tag-Duelle gemacht. Aber ich denke, erstmal das neue Gebiet ist ein bisschen spannender als über das andere zu reden. Wir haben so gesehen ein Verbot bekommen vom Kanzler Shepard. Wir sollen eigentlich dieses Gebiet nicht betreten und da, ja, da werden wir uns natürlich nicht dran halten. Also gehen wir da erstmal drauf. Denn das Gebiet ist ganz cool. Man kann sich nämlich dort Karten mieten. Schauen wir uns das erstmal so ein bisschen an. Man sieht, diese Forschungseinheit hier ist auch besetzt und wir können mit der Person reden. Was willst du? Oh, du bist ein Student. Ich bin hier eine Hilfskraft. Das hier ist das Labor. Aber er müsste doch auch irgendwie die Info erhalten haben, dass wir eigentlich nicht hier sein sollten, oder? Kann das sein? Das sieht auch ziemlich interessant aus. Und wer bist denn du? Das sieht ja aus wie ein Hauptcharakter. Aber erstmal bist du dran. Ich bin eine der Hilfskräfte hier. Ich führe allerlei Duellexperimente durch. Das hier ist eine Forschungsstation. Wenn du keine Autorisierung hast, musst du wieder gehen. Man hört es vielleicht noch, ich bin ein bisschen erkältet. Und verschlucke so das ein oder andere Wort. Tut mir leid an dieser Stelle. Oh, den habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich dachte, das Gesicht wäre ein bisschen, ja, höher. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Doktor hier im Labor. Ich habe zu tun, hau ab. Ein Arzt ist das. Duell? Fragezeichen? Möchtest du dich gegen mich duellieren? Ich habe keine Zeit für ein Duell. Du lehnst einfach ab? Gibt's ja gar nicht. Kann man denn gegen die hier kämpfen? Forscher? Nee, sonst wäre dort unten auch so eine Leiste. Und die ist jetzt nicht da. Also, klar, die Leiste ist da, aber steht nicht drin, wie oft wir schon gegen den gewonnen haben oder verloren und so weiter und so fort. Also, ist wohl ein Kampf nicht möglich. Und hier kommt gleich das Interessante. Aber ich denke, erstmal reden wir noch ein bisschen hier. Ich bin hier eine Hilfskraft. Ich arbeite am Verleihschalter. Das hier ist der Verleihschalter. Willst du Karten leihen, zurückgeben? Ja. Sagen wir mal ja. Okay. Ja, genau. Wir können uns Karten mieten. Und Miete heißt ja auch, dass wir was bezahlen müssen und das müssen wir tatsächlich. Also nach einem Duell werden uns dann Punkte abgezogen. Wir erhalten ja am Ende eines Duelles Duellpunkte und dann erhalten wir halt weniger, weil wir halt diese Miete bezahlen müssen. Wir gehen schon wieder zurück. Dort können wir nur sehen, welche Karten wir bisher gemietet haben. Werden wir vielleicht nochmal sehen, werden wir eher selten nutzen, würde ich sagen. Und du? Nein, ich spreche mit der Luft. Hi Luft, wie geht's dir heute? Sehr gut. Ich bin eine der Hilfskräfte hier. Ich bediene die Terminals. Möchtest du etwas über die Terminals wissen? Die Computer-Terminals sind die Maschinen hinter mir. Die Maschine auf der linken Seite ist die Passwortmaschine. Die Maschine auf der rechten Seite ist die Kartenaustauschmaschine. Ich verstehe. Nutze diese Terminals, um deine Duellfähigkeiten zu verbessern. Okay. Dann, das hier ist der sogenannte Kartenkonverter. Dort können wir, glaube ich, Karten reinschieben, die wir nicht mehr brauchen. Und erhalten dann eine recht mächtige Karte, meine ich. Je nachdem, wie viele man dort reinsteckt. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Karten, die wir nicht mehr brauchen. Das wäre doch eine Idee. Suchmenü sortieren nach. Ich würde sagen, zum Beispiel Karten, die wir. Ich sehe da zum Beispiel schon eine, die wir viel zu oft haben. Zum Beispiel diese Karte hier. Die haben wir 18 Mal, wenn ich das so richtig sehe. Nee, 9 Mal. 9, 10 Mal. Und die brauchen wir nur 3 Mal.
Daher, beziehungsweise wir können sie ja nicht öfters einsetzen, daher können wir die ruhig auch dort reinstecken. Die hier zum Beispiel, die haben wir fünfmal. Also zweimal weg. Auch die hier können wir einmal raushauen. Dann haben wir schon 10 Stück drin. Weiß gar nicht, wie viele man dort reinpacken kann. Auf jeden Fall, jede Karte brauchen wir nur dreimal. Daher. Alles gut. Dann kommt die auch raus. So wie die hier. Sagen wir erstmal 20, oder? Mal gucken, was da rauskommt. Die aktuell gewählten Karten werden im Kartenkonverter konvertiert. Ist das okay? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Gefällt mir. Konvertiere Karten und was erhalten wir? Das sieht ja sehr spektakulär aus. Richtige Flammen, Geister kommen da raus. Die Karten werden nun vernichtet. Nein! Das wollte ich nicht. Die armen Seelen. Oh, und was erhalten wir? Da ist eine Karte. Und es ist. Ey, die ist gar nicht so schlecht. Bestienkönig der Sümpfe. Die kann folgendes: Die können wir als Fusionsmaterial verwenden. Als beliebiges Fusionsmaterial. Das ist ganz cool. Mehr muss ich allerdings nicht sehen. Das reicht erstmal. Und daneben ist die Passwortmaschine. Und ich habe leider gerade keine Yu-Gi-Oh! Karte griffbereit. Daher, da könnte man jetzt das Passwort eingeben. Unten links von der Karte ist ja so ein Code. Den könnten wir jetzt hier eingeben. Und dann würden wir diese Karte erhalten, falls wir Miete bezahlen. Aber das werden wir erstmal nicht tun. Es gibt auch einen Trick, Karten zu löschen, die wir gemietet haben. Und dann behalten wir diese. Aber ich glaube, wenn man dann so gesehen das nächste Level erreicht, also man hat ja in diesem Spiel immer solche Fortschritte. Also wenn du Fortschritt Nummer 2 erreichst, sind glaube ich die gescheateten Karten so gesehen dann weg. Daher weiß ich genau, wie das funktioniert. Ich meine, das war irgendwie so. Können wir vielleicht mal ausprobieren, aber eigentlich möchte ich das nicht tun. Denn fühlt sich dann doch etwas falsch an, weil so kann man ja jede Karte bekommen. Und das ist ja ein bisschen doof. So, was tun wir nun? Ich denke, wir gehen erstmal zu Katze Pharao. Damit auch jedes Gespräch positiv ausgeht. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Hi, möchtest du so mitkommen oder muss ich dich zwingen? Miau. Kopfstreicheln. Er scheint dich nicht zu mögen, also das heißt, ich muss dich zwingen, Gegenstände. Dann bekommst du nun ein Würstchen-Sandwich. Und dann solltest du mir folgen. Jetzt mag er mich, klar. So ist das halt. Ich denke, wir machen das wie immer. Wir gehen erstmal ins Klassenzimmer und werden dort den Unterricht besuchen. Und dann mit allen sprechen. So, reden. Hier können wir ja bekanntlich die Zeit totschlagen. Nein, jetzt habe ich Nein angeklickt. Katastrophe. Reden. Noch einmal. Und jetzt ja. Somit ist es 8 Uhr und der Unterricht beginnt. Mal gucken, was wir heute so lernen. Ist bestimmt viel. Kanzler Shepard, ich vertrete Fonda heute. Und jetzt hackt auf mir herum. Was für ein Unterricht soll das denn werden? Wenn du mich besiegst, erhöhe ich deinen Rang. Hi, schwach. Uja, nix da.
Ich bin auch noch da. Das war nicht gut genug. Also scheinbar haben die alle verloren. Haha, diese... deine Attacken können Meister Shepard nichts anhaben. Hey, da drüben ist Miss Duell Akademie. Was? Wo? Wo denn? Ja. Autsch. Hey, du hast gewonnen. Okay, habe ich das jetzt nicht ganz verstanden oder wie kommt das? Die heutige Lektion ist damit beendet. Weil er sprach ja von Attacken und so weiter. Aber, wir sollten ja auf ihn herumhacken, also... Muss ich das verstehen? Weiß ich nicht. So, die Katze ist auf unserer Seite. Somit, warte, wir könnten ja erstmal mit Alexis sprechen, wenn wir schon hier sind. Dann nutzen wir das doch. Hi. Reden. Wiederholst du die heutige Lektion oder musst du nachsitzen? Hehe, war nur Spaß. Miau. Oh, Pharao. Worüber willst du reden? Ich würde erstmal sagen, Duelle. Du bist genau die Person, nach der ich gesucht habe. Und dann heißt es, dass wir uns super unterhalten haben. Jetzt könnten wir uns am besten erstmal Sandwiches kaufen. Sehr wichtig. Wir gehen in den Laden und ich muss dringend meine Nase putzen, das tut mir leid. Ich muss daher kurz einmal die Folge unterbrechen. Wir sehen uns gleich, wenn Ojama fertig ist, wieder. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder zurück und es tut mir wirklich leid. Meine Nase ist einfach so zu gerade und dann fällt es mir auch recht schwer zu sprechen. Aber mit dir, Jaden, spreche ich immer gerne. Dir laufe ich ja ganz schön oft über den Weg. Oder hast du mich etwa gesucht? Okay. Wir konnten jetzt nichts auswählen. Ich habe mir gerade ein Set gekauft und ich habe 3 Donner-Ninjang-Karten. Heute ist mein Glückstag. Miau. Oh, Pharao. Worüber willst du reden? Ich würde sagen, Hobbys. Aha, genau zu dir wollte ich. Und auch dieses Gespräch lief sehr positiv. Oh, Wilke, du schon wieder. Das hört sich ja nicht so positiv an. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein paar Sandwiches, sonst kommen wir hier nicht weit. Die scheinen wohl nicht mit mir reden zu wollen und... Da ist doch das goldene Ei. Warte, was ist vor dem goldenen Ei? Ah, nicht geschafft. Hamburger Sandwich. Vielleicht erhalten wir nun noch einmal die Möglichkeit, das goldene Sandwich zu erhalten. Nee. Ihr seht das. Er scheint da nicht mal dazwischen zu sein. Einfaches Sandwich erhalten. Da war eine Karte in dem Sandwich. Verteidigungsjunfer. Okay. Nicht, dass man die Karte isst. Das wäre ja ein bisschen blöd. Das darf natürlich nicht passieren. Was ist das? Fermentierte Sojabohnen-Sandwich. Also, das hört sich ja sehr, sehr lecker an. Wenn ich das mal so sagen darf. Gerne noch ein Sandwich. Und wieder einmal ist das goldene Sandwich nicht dabei. Marmeladen-Sandwich. Währenddessen kram ich mal meine Liste raus. Wo ich mir eigentlich alles aufgeschrieben habe. Wer was mag. Aber die Liste stimmt ja nicht so genau. Leider. Durian Sandwich. Also. Cyrus mag kein Curry. Ein Steak wäre gut. Also. Hamburger vielleicht. Wäre vielleicht auch ganz cool. Das goldene Ei ist da wieder.
Wie wollen wir das bekommen? Na, schade. Makrelen-Sandwich. Vielleicht klappt es ja jetzt. Wer weiß. Ja, gerne. Ah, jetzt haben wir zu viele Sandwiches. Jetzt haben wir zu viele. Okay. Sie wird warten. Dann, lieber Cyrus, erhältst du als erstes ein Sandwich und. Bei Chumley habe ich mir jetzt nichts aufgeschrieben, oder was? Scheint wohl so. Was könntest du denn mögen? Ich denke mal. Scharfes Curry-Sandwich ist, glaube ich, deins, ne? Du gibst mir ein Sandwich? Danke, Alter, das ziehe ich mir sofort rein. Schluck. Nicht übel. Hört sich gut an. Und ihr habt auch das Signal gehört am Ende. Das war auf jeden Fall positiv. Und Cyrus ist ein großer Fan vom Lachs-Sandwich. Das haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, festgestellt. Mal gucken, was er dazu sagt. Mag er sehr gerne. Und er sagt Danke. Da machen wir doch das gleiche auch bei Jaden. Du bekommst dann von mir ein. Dün, dün, dün. Was könntest du denn mögen? Das hier, Sojabohnen. Das ist doch genau deins, Jaden. Oder vertue ich mich da? Er mag es. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mal gucken, ob er jetzt sprechen möchte. Das goldene Eier-Sandwich gehört mir. Naja. Ich würde es gerne nochmal probieren. Vielleicht erhalten wir nun das Sandwich. Wer weiß. Vielleicht haben wir Glück. Es ist nicht dabei. Kroketten-Sandwich. Wir müssen auch unbedingt wieder mit Bäschchen reden. Den wollten wir eigentlich als Partner haben. Das hat aber ja bisher noch nicht so gut geklappt. Und in dieser Folge werden wir uns wohl nicht duellieren. Dafür duellieren wir uns wieder in der nächsten Folge. Wir haben hier erstmal so ein bisschen was kennengelernt. Neues Gebiet. Und verteilen nun ganz viele Sandwiches. Reden mit jedem. Mal gucken, was sich so ergibt. Möchtest du ein Durian-Sandwich? Ist ja sehr gesund. Was? Du gibst mir dieses Sandwich? Wirklich, danke, ich nehme es. Kau, kau. Und er sagt. Na! Ist ekelhaft. Ist ekelhaft. Ich sehe aber auch gerade. Unten sind ja auch Beschreibungen. Sandwich mit einer knusprigen Krokette. Bei vielen Schülern beliebt. Ein Sandwich mit einer Frikadelle. Sorgfältig von Sadie persönlich gemacht. Oder Sadie. Ach hier, die weiblichen Schüler mögen es besonders gerne. Sandwich mit spezialtrockenen Fisch schmeckt gut, riecht schrecklich. Sandwich mit kleingeschnittenem Lachs. Ab und zu scheint dann wirklich was Cooles drin zu stehen, wie zum Beispiel jetzt mit den weiblichen Schülern. Dann sagen wir noch mal, Kroketten-Sandwich, ist das dein Fall? Ich hoffe es mal, oder werden wir nicht punkten? Doch, diesmal. Diesmal mag er es. Super. Puh, dann haben wir das wieder gut gemacht und jetzt werden wir erstmal mit dir reden. Mal gucken, ob das Gespräch positiv ausgeht. Hallo Wilke, schön dich zu sehen. Ich trainiere im Wald immer Schattenduelle. Das ist meine tägliche Routine. Miau. Hey Pharao. Worüber willst du reden? Hobbys? Ist auch ein schönes Thema. Bist du sicher, dass ich mit dir reden kann? Und das Gespräch lief auch wieder positiv. Und da ist Damon. Den haben wir schon besiegt. Möchtest du ein Sandwich? Das geht ja auf jeden Fall, aber ich glaube, er mag nur dieses Sandwich hier. Einfaches Sandwich. Mal gucken, was er sagt. Du mir geben Duell-Sandwich? Du Idiot! Duell-Sandwich für mich wie
normal Sandwich, kein Grund zu ziehen, schön sehen können, was drin. Schon sehen können. Das verwirrt mich total. So, hier ist wohl die Stromanlage. Dann gehen wir auch schon wieder. So, das war jetzt so die tägliche Routine, kann man quasi sagen. Mit Zane müssen wir uns auch mal duellieren, aber ich warte erstmal auf den Mittwoch. Denn dann können wir wieder das Wasserdeck ein bisschen verstärken mit Wasserkarten. Und dann würde ich tatsächlich mal ein Duell wagen. Dann würde ich es tatsächlich mal probieren. Diese Folge war jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ich war jetzt auch ein bisschen angeschlagen, tut mir leid. Wir haben ein neues Gebiet kennengelernt. Schon mal gut. Und wir haben mit jenen gesprochen, was auf jeden Fall perfekt ist. Das passt doch. Und die nächste Folge wird wieder ein bisschen interessanter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.